trist und grau. Verlassen? Oder doch noch bewohnt? Wir werden es rausfinden. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück hier bei einer neuen Folge Fallout 4. Und jetzt auch endlich in Far Harbor. Ich habe niemanden erwartet. Die nächste Lieferung kommt in 3 Tagen. Moment, das Ding gehört mir nicht. Mann, bleib ruhig, Alan. Wir haben Besucher. Restlandbewohner machen nur Ärger. Nimm die verdammte Waffe runter. Beruhig dich doch mal da hinten. Hallo. Hast du dich verirrt? Du bist in Far Harbor. Wir bekommen hier nur selten Besuch. Wir brauchen keine Schnorrer oder weitere Hilfe, Festlandbewohner. Schnorrer? Wenn du wieder auf dein Boot steigen und verschwinden kannst. Alan, das ist nicht dein Dock. Es gehört der ganzen Stadt und daher sind Fremde willkommen. Siehst du? Tut mir leid. Für uns ist es gerade etwas schwierig. Aber Alan hat recht. Nicht alle Besucher haben gute Absichten. Also, was willst du hier? Ja, und da kann ich euch auch nochmal herzlich willkommen heißen hier. Ja, ich habe das ja eben schon alles hier vorab ein bisschen vorbereitet, sag ich mal, die Reise hier hin. Ne? Also ich hatte ja gesagt, dass ich mich hier nochmal ein bisschen zu Hause meinen ganzen Krempel abladen möchte und blauen Keks und noch Nun, eine Rüstung. Ich habe auch zu tun. Und noch eine Rüstung mir schnappen werde und. Dann mussten wir zur Detektei Valentine, weil wir nämlich einen Funkspruch bekommen hatten. Oder eine Funknachricht vielmehr, dass jemand verschwunden ist. Und ja, dann mussten wir zu dem Fischerhaus da hinreisen und die haben uns das dann alles ein bisschen also, aufgeklärt was darüber. Du sagen? Aber naja, jetzt weiter zur Geschichte hier. Eine junge Frau aus dem Commonwealth namens Kazumi ist hier vielleicht durchgereist. Ich soll sie für ihre Familie finden. Bist du eine Art Detektiv? Also, sie kam hier durch, ja. Da wart jetzt schon? Verdammt, da kommt die Seefahrerin. Da kommt was durch den Nebel! Hallo, hilf uns, die Stadt zu verteidigen. Dann beantworte ich dir alle Fragen. Nimm eine Position oben auf der Mauer beim Haupttor ein. Der Rumpf lässt uns nicht im Stich. Wo? Folge mir! Vorsicht am Rumpf! Ja, los! Fall bloß nicht runter! Ich folge Wenn dir! Wenn du runterfällst, können wir dich vielleicht nicht rechtzeitig retten. Hahaha, das werden wir sehen, wer hier auf den Hilfe Rumpf. Braucht. Was ist das denn? Alter, gib mir erstmal eine andere Knarre hier. Bist du sicher, dass du was gesehen hast? Das ist keine Übung. Huh. Alter, was geht hier ab jetzt? Augen auf, Leute! Öffnet das Tor! Ich hab hier draußen Verwundete! Seefahrerin? Keine Zeit! Sieh in den Nebel! Sie kommen! Ich weiß gar nicht... Mein Gott! Verteidigt euch! Macht euch bereit! Feuer frei! Oha! Hey. Was passiert denn jetzt hier, Alter? Alter, was ist das denn? Jäger! Passt auf! Wo? Sind die jetzt noch größer, oder was? Jäger? Alter, wie sehen die denn aus? Nein, Augen auf den Nebel. Da kommt was. Oh oh. Das hört sich nicht gut an. Da. Angler! Angeln! Verteidigt den Rumpf! Alter, was spucken die denn? Noch mehr? Ich sehe die gar nicht, da. Schon viel zu lange her. Der letzte Kampf, der läuft doch gerade, sag mal. Okay. Gut gemacht, alle. Öffnet das Tor. Eieieiei. So, jetzt können wir bestimmt mit ihr darüber weiter quatschen, ne, oder? Sicher in dem Bereich. Erstmal die Waffe weglegen, ne? Sieht ja immer besser aus. Danke für deine Hilfe. Ach, jetzt auf immer wieder so, ja? Vorhin war ich noch ein Schnorrer. So, jetzt können wir aber miteinander quatschen hier, ne? Avery. Und jetzt weißt du, womit wir es zu tun haben. Der Nebel und die Kreaturen, die er ausspuckt, haben meinen Leuten die Insel geraubt.
aber für deine Hilfe in der Not hast du das hier verdient. Oh, sehr schön. Wenn du trotz all dem überlebst, musst du wirklich hart sein. Oder vielmehr störrisch. Ich hab genug davon, mich hinter deinem verdammten Schiffsrumpf zu verkriechen, Avery. Es ist Zeit, dass ich mich um das wahre Problem kümmere. Mit den richtigen Leuten und meinen Waffen kann ich diese Atomkultisten ein für alle Mal ausschalten. Der Nebel war schon immer hier. Er ist nicht das Werk der Kinder. Bevor die Redfresser kamen, war der Nebel unter Kontrolle. Aber ab da lief alles schief. Es ist Zeit, dass wir was tun. Belasten wir keine Fremden mit diesem ganzen Unsinn. Unsinn? Können wir zum Geschäftlichen kommen? Tut mir leid. Deswegen. Du bist wegen Kasumi hier, oder? Richtig. Sie ging ins Landesinnere zur Synth-Zuflucht Arcadia. Der Weg dahin ist gefährlich. Jemand muss dich führen. Der alte Longfellow. Niemand kennt den Nebel so gut wie er. Aber Vorsicht, er ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Was kannst du mir über Arcadia erzählen? Frag Longfellow. Er ist als einziger dort gewesen. Oh Gottes Willen, Junge. Das hört sich ja... Was ist das hier noch? Was ist die Geschichte des alten Longfellow? Er ist der beste Jäger der Insel. Furchtlos. Manche sagen, verrückt. Wenn jemand nach Arcadia muss, macht nur er das. Aber die Leute hier sind stur, eigensinnig und haben noch andere, wenig schmeichelhafte Eigenschaften. Aber Longfellow hat selbst bei uns einen miesen Ruf. Longfellow? Okay, dann bin ich mir, danke erstmal denn, ne? Danke für die Informationen. Longfellow findest du eigentlich immer an der Bar, im Last Plank. Und bitte, hilf uns in der Stadt, wenn du kannst. Auch wenn niemand die Hilfe will, die Seefahrerin Cassie und viele andere brauchen Hilfe. Und ich möchte dir was sagen, dass du vielleicht so schnell nicht wiederhörst. Danke. Ja, kein Problem. Und wenn ihr wirklich mal wieder Hilfe braucht, ich werde natürlich auch versuchen, dann da zu sein, ne? Das ist alles... Kate sitzt hier schon wieder einfach nur rum und klaut sich hier noch wieder Getränke, sag mal. Hast du totalen Schaden? Mann. Alter, wie viele Ziele haben wir denn jetzt hier auf der Karte direkt? Lass uns mal gucken kurz hier. Daten. Aufgaben. Das optional, sie fahren. Ach so. Genau, da müssen wir hin. Das lassen wir jetzt erstmal an. Aber wir haben ja hier mehrere Ziele noch gehabt, oder nicht? Das machen wir jetzt erstmal aus, oder? Ne, das lassen wir an. Das lassen wir auch an. Egal. Aber wir konzentrieren uns jetzt erstmal hier drauf. Alles, was du brauchst. Sprich, wir gucken nochmal kurz auf die Karte. Wo ist denn das jetzt überhaupt? Ah, ist ja gar nicht weit weg. Alles klar. Jetzt muss ich nur gucken, was ist denn jetzt überhaupt das Richtige? Ist das die Seefahrerin? Ach, der ist schon hier direkt. Ach da, ja, ich sehe jetzt auf der Karte hier die Tür. The Last Plank. Na, da gehen wir doch mal rein. Eieieiei, na, das kann ja hier noch was werden, wa? Leute. Wenn ich die Viecher schon sehe, Junge. Eieiei, das scheint echt doch recht lustig zu werden hier. Okay, dann würde ich sagen... Sprechen wir mal mit ihm hier, ja? Hallöchen! Captain Avery meinte, du kannst mich nach Arcadia bringen. Hab gehört, es gab einen Kampf? Machst du dir die Hände schmutzig? Ich führe keine Leute mehr in den Nebel und in den Tod. Der Letzte konnte nicht mithalten. Keine 5 Minuten. Was ist das für ein... Ein Paar macht sich Sorgen um seine ausgerissene Tochter. Sie ging nach Arcadia und ich muss sie finden. Wenn jemand nach Arcadia unterwegs ist, steckt immer eine Geschichte dahinter. Lohnt sich für deine der Tod, ne? Ja. Ich hab schon viel mehr für viel weniger getan. Mit Worten bist du geschickt, was? Ich kann dich nach Arcadia bringen. Aber du musst auf mich hören. Dahin gehen, wohin ich sage, wenn ich es sage. Wird trotzdem nicht einfach. Pack Grundbedarf wie Radex und so weiter ein. Dann kann die tatsächliche Arbeit anfangen. Okay. Ja, dann mal los, ne? Dann los, Longfellow. Dann komm mal mit.
Wenn du ein Zimmer willst, sprich mit Mitch. Nee, wir brauchen eigentlich gar kein Zimmer. So, geht das jetzt los hier, David? Geh mal vor. Alter Mann. Nun. Hops. Das Leben ist hallo? So kurz, oh, jetzt geht vorwärts. Eieiei. Um Gottes Willen. Das kann ja was werden. Ich bin echt gespannt, Junge. Fahrhaber. Soll ja krass sein. Habe ich mir sagen lassen. Arcadia liegt über der Nebelgrenze auf dem Berg. Ist ein Stück zu laufen. Nimm das mit für unterwegs. Schmeckt absolut widerlich, aber es hilft. Fahrzeug mitnehmen. Oh, Dörfleisch. Nehmen wir natürlich mit. Wir müssen durch das Hauptgebiet durch, rauf zum alten Bergpark. Aha. Alter, das sieht aber echt krass aus hier, wa? Alles, was du vom Kommen wolltest. Bevor wir jetzt... Festlandbewohner meinen, dass eine Dosis Radix alles heilt. Ja, das, hoffe ich doch mal, ne? Und ich merke schon, wir haben hier auch die ganze Zeit Strahlung. Was ich jetzt eben noch sagen wollte, ist, ich möchte mich jetzt hier kurz noch erstmal ein bisschen umgucken. Vielleicht finden wir hier schon wieder direkt irgendwie was Schönes. Glaube ich zwar... Alter! Kate, Junge. Reiß dich zusammen. Die jagt mir gleich wieder einen Schreck in hier. Aber das eher weniger danach aus, ne? Also, ob wir jetzt hier gleich wieder irgendwas Schönes finden. Aber ich vermute ganz stark, wir werden hier relativ viele schöne neue Sachen, Waffen und ja, sonst was nicht noch alles Schönes finden. Oder kommen wir hier rein? Nee, ist keine Tür, ne? Alles zugenagelt und verrammelt. Okay, dann würde ich sagen, folgen wir mal dem alten Herrn, ne? Ja, also denn nicht lange schnacken. Kopf im Nacken. Dann gehen wir vor. Ich werde mal nochmal nachladen. Oh, so viel Munition haben wir für die Knarre gar nicht. Seh grad, was? Fallensteller. Geh in Deckung, wenn die Kugeln fliegen. Halt den Kopf unten, wenn du leben willst. Meinst du? Ich hab doch eine Rüstung an. Eine dicke, fette Rüstung. Hast du die schon gesehen? Die sieht geil aus. Guck mal hier. Wer ist das denn? Ist das ein Feind? Ja, Tatsache. Was macht? Da werden wir sehen, wer hier tot ist. Gefahr? Noch mehr? Wo seid ihr? Kommt raus, Junge, aus eurer Löcher. Kommt raus! Hier ist jemand. Oder hab ich den? Da hinten sitzt er doch. Down, Junge, down. Irgendwo ist da hinten noch einer. Siehst du den schon? Ah, da oben auf das sitzt da. Die Ratte. Was hat der denn für eine Knarre? Was ist das denn? Ich schwöre da was. Der hat sich aber da oben gut positioniert, ne, der Pisser. Alter, da möchte ich jetzt einmal gleich mal gucken, was der für eine Knarre da hat, oder? Du kämpfst gar nicht mal so schlecht. Dachte, ich müsste mich um alle allein kümmern. Vielleicht machen wir ja noch einen richtigen Haberbewohner aus dir. Alter, aber hallo, Junge. Können wir erstmal schön in Brennen gehen. Der Nebel kann dir übel mitspielen. Da wird man ganz kirre. Der spielt mit deinem Gehirn. Fallensteller waren schon immer übel. Aber jetzt... Fallensteller? Halt! Munition... Was hat der denn noch? Ach so. Nee, blick nicht. Ich möchte jetzt erstmal hier oben hoch. Hilft uns das hier dafür? Kommen wir damit da hoch? Na? Komm. Jetzt möchte ich doch mal sehen, was der hier für eine Knarre hatte. Das wäre so ein fettes Ding, ne? Harpune! Alter, cool! Das fängt ja schon mal gut an, wa? Hier haben wir noch ein bisschen Splittergranate und Molly. Nehmen wir natürlich auch gerne mit. Gut, würde ich sagen, folgen wir ihm mal weiter, ne? Ist da oben schon wieder irgendwas? Nebelgugel, was ist das denn jetzt für ein Vieh? Alter, sind die auch neu, oder was? Warte mal, gib mir erstmal hier... Können ja mal die erstmal wieder auspacken. Okay, der liegt schon mal. Oh, oh. Jetzt locken wir sie natürlich alle an. Na, wo kommst du? Wow, wow. Netter Versuch, Arsch.
Ist er tot? Die sind tot, ne? Da ist noch irgendwo, ne? Da hinten. Noch einer. Habe ich eben schon gesehen. Da ist er. Halt! Down. Wartet. Vorsicht. Das wart noch nicht. Ich vermute ganz stark, das ist alles nur vorgeplänkelt hier. Die Gule und das alles. Ich vermute ganz stark, das ist hier. Hier wird noch richtig was auf uns zukommen. Da bin ich mir auch schon ziemlich sicher. Alter! Bleib liegen! Rastet gleich wieder völlig aus hier, Junge, wa? Oh, guck mal, da sehe ich schon schön safe. Was ist denn jetzt? Aha. Das ist immer eigentlich ganz cool, ne? Wenn man das so immer ein bisschen drücken tut, wenn man das dann schon sieht. Was? Wieso treffe ich den nicht? Hä? Na, jetzt wird ja wohl verrückt. Oder leben die hier auch noch? Ne, die sind tot. Sicherung. Zweier Kugel. Kronkorken. Schrotpatrone. Kronkorken. Aber der lebt doch noch da, oder nicht? Hallo? Der ist tot. Der ist ebenfalls tot, aber der doch nicht. Hui, hui, hui. Leg dich doch hin. Du brauchst du eigentlich gar nicht. Was ist denn für ein Geräusch jetzt hier? Das hört sich so komisch an. Okay, oh, und hier haben wir noch gleich eine dicke, fette Truhe. Und mit so viel Munition drin. Oi, 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 das ist ja vom Feinsten. Ist das ja hier vom Feinsten. Jetzt gucke ich mir natürlich erstmal nochmal gleich hier den dicken, fetten Safe an. Schreibtisch ist leer. Hier ist nichts weiter, ne? Nee. Oh, guck mal hier, eine dicke, fette Kanone. Okay, dann wollen wir das Ding aufknacken, wa? Zack, da haben wir gleich. Wie schön. Wie schön. Sehr, sehr schön ist das. Nee. Brauchen wir nicht. Terminal ist tot. Kaputt. Gucken wir doch erstmal. Oh, guck mal, hier sehe ich schon direkt noch eine Kiste. Kronkorken. Impulsgranate, Red X. Hat er ja gesagt, brauchen wir ja. Das vermute ich auch ganz stark. Das merkt man ja sogar schon. Da das noch ziemlich vonnöten sein wird. Was ich noch sagen wollte. Ist, die erste Folge jetzt hier von Far Harbor. Was? Leuchtfackel? Werde ich wahrscheinlich auch wieder ein bisschen länger gestalten. Die darauffolgenden Folgen. werden dann halt wieder ganz normal ablaufen. So. Wie sonst auch so im Schnitt immer eben circa 25 Minuten. Also zwischen. Zwischen 25 Minuten und 30 Minuten, so halbe Stunde, sollte dann auch reichen. Sind wir ja schon gewohnt mittlerweile. Und ich weiß, jetzt kam am. Wann habe ich die Folge noch hochgeladen? Ich glaube, das war Sonntag. Habe ich die letzte normale Folge von Fallout dann hochgeladen. Wo ja jetzt auch eine ganze Weile wirklich gar nichts mehr von mir kam. Aber ich muss dazu sagen, in letzter Zeit wieder ziemlich viel zu tun und hast du nicht gesehen. Ja, man will ja auch noch so ein bisschen was machen. Mein Hobby, Autos und hast du nicht gesehen. Alter! Wölfe! Alter, man sieht ja auch wirklich. Ganz, ganz. Man sieht ja wirklich. Hier die Welpen? Hier ist alles noch aggressiver als anderswo. Was? Welpen? Wolfsfleisch. Nehmen wir mal mit. Können wir wahrscheinlich ja auch noch alles schön braten. Hörst du das? Kriecher, die bleiben oft im tiefen Nebel. Was? Halten uns lieber fern. Kriecher? Aber man weiß ja nie. Was für ein Kriecher?
Alter, jetzt kommt jemand und gleichzeitig ein bisschen Horror-Feeling auf, ne? Nee, aber, was ich denn auch noch sagen wollte jetzt hier, das wird sich dann eher, aber wenn er wieder so langsam zum Winter hingeht oder zum Herbst auch schon, dann werde ich wahrscheinlich auch wieder regelmäßiger was hochladen. Ich versuche zumindest. Da habe ich dann natürlich auch wieder ein bisschen mehr Zeit zum Zocken selber. Wobei ich natürlich auch immer... Als ich noch klein war, so bis zu deinem Knie, war die ganze Insel von Nebel bedeckt. Der Nebel verschwand. Die Leute kamen zurück, aber wurden bequem. Nahmen alles als gegeben hin. Die Leute vergessen schnell. Ist alles schon mal passiert? Ja, das ist... manche Leute wissen auch vieles gar nicht so wirklich zu schätzen. Und nehmen viele Sachen auch wirklich für selbstverständlich. Alltägliche Sachen zum Beispiel auch. Aber naja, das gehört jetzt hier eigentlich gar nicht her, ne? Ich muss jetzt hier einmal nur mal ein bisschen quatschen und das hier ein bisschen überbrücken. Und ich dachte auch, guck mal, hier ist noch ein Dixie-Klo. Ein schönes Dixie-Klo. Was? Toilettensitz? Nee, wollen wir ja gar nicht. Alter, ich höre hier ständig irgendwelche Geräusche, irgendwas schnüffelt hier die ganze Zeit. Ja, die schießen hinten schon wieder. Ohne mich. Fäule, nehmen wir natürlich mit. Wo seid ihr denn? Oh, was schießt ihr denn? Oha. Alter. Was war das? Ein Headshot, wa? Oha. Ach, der war sogar ein legendärer, ja? Guck mal einer an. Ich würde sagen, hier sind die schon down oder was? Was ist das denn? Aha. Innereien. Ja komm, wir nehmen das mal mit halt alles ein bisschen. Weil das ja auch irgendwo neue Sachen sind, sag ich mal, ne? Da möchte ich natürlich auch. Hä? Ach hier. Nee, brauchen wir nicht. Okay. Alter Mann, wo bist du? Wo geht's weiter? Die Sträucher hier nicht, die können wir nicht mitnehmen. Wo ist er denn? Da vorne. Okay, geht's weiter? Los, geh vor. Wir sind direkt hinter dir. Wieso läufst du jetzt zurück? Schlinger haben eine Vorliebe für Süßwasser. Ein kleiner Schlinger wie die es hier gibt, ist kein großes Problem. Aber die Fetten, die können dreimal so groß wie ein Mensch werden. Die Fetten. Zum Glück sieht man die hier nicht allzu oft. Na, ich hoffe, du sprichst doch die Wahrheit hier, ne? Nicht, dass uns hier... Alter, diese Schatten, ne? Da kriegst du manchmal doch schon ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen Horror-Feeling so. Was ist das denn? Ach, guck mal einer an. Ey, da kommen wir doch bestimmt rein, oder? Das wäre ja mal mega. Nee, doch nicht. Schade. Schade. Ich komm ja schon. Kleinen Moment. Ich kann direkt weitergehen. Bleib liegen. Alter, legt euch hin hier. So, wo ist der andere gewesen? Nichts weiter, ja. Jetzt ist wieder ein bisschen Ruhe. Ach, hier können wir doch noch reingehen, Mensch, ne? Oder? Ist da vielleicht noch was versteckt? Nee, da kommen wir gar nicht rein. Schade. Warte, nun. Ach so. Der Fusionskern neigt sich dem Ende. Zum Glück haben wir noch 23 Stück. Und ich glaube, da war auch echt clever gewesen, dass ich mir so eine Rüstung gleich angetreckt habe und die jetzt auch mit habe dann natürlich. Das war vermutlich ganz gut der Plan. Wer bist du denn? Das ist doch ein Zünd. Führst du eine weitere Seele in die Verdammnis, Alter? Na, wen haben wir denn da? Ach, noch eine verrückte Strahlenanbeterin. Deine Sticheleien machen mir nichts. Mein Glaube schützt mich. Wie sieht's mit Kugeln aus? Schützt dich dein Glaube auch davor? Oho, immer mit der Ruhe.
okay? Hast ja recht. Wäre Munitionsverschwendung. Verdirb nicht noch eine Seele mit deiner Blasphemie, alter Mann. Ich rate dir, nicht weiterzugehen. Arcadia ist ein Schlangennest. Bestien, die den Willen Atoms untergraben. Ja, das werden wir ja sehen. Ja, wie du meinst. Vorsicht, Fremdling. Du spazierst jetzt durch Atoms Königreich. Wenn du genug Zeit mit dem Fanatiker verschwendet hast, sollten wir gehen. Ja, genau das sehe ich nämlich auch so. Du siehst ja aus, Alter. Such dir mal einen neuen Friseur. Der hat hier ein paar Kanten reingehauen. Das sieht ja gar nicht schön aus. Einmal frei. Oh. Aber ich muss schon echt sagen, ist schon... Da oben ist die Luft rein. Kann sie... Kein Nebel. Arcadia ist nicht mehr weit. Ah, das ist sehr gut. Ich kann wirklich nur sagen, das sieht auch wieder sehr, sehr krass aus. Und ich bin mal gespannt, wie weit man hier überhaupt so gehen kann jetzt so. Also wie groß die Karte jetzt hier ist, ne? Bin ich auch schon sehr gespannt. Aber naja, gut. Haben wir erstmal wieder Juch. Romy träumt hier. Jetzt geht auch direkt weiter. Wir wollen ja auch in der ersten Folge, möchte ich natürlich auch gleich wieder ein bisschen was schaffen. Und ich denke mal, dafür, dass es hier auch ein bisschen länger geht, werden wir das wohl irgendwie wupp kriegen, ne? Da oben ist jetzt hier soll sich der Nebel jetzt ein bisschen auflösen. Naja, gut, so wirklich mitkriegen tut davon noch nicht. Aber er wird schon recht haben, ne, der Alte? Der Touristenführer. Privaten Touristenführer. Oh, doch. Doch, tatsächlich. Guck mal, hier oben legt sich das. Was würde ich nicht für einen ordentlichen Drink geben? Junge, du denkst doch nur an Rumschießen und an Saufen, ne? Meine Güte. Schrecklich. Die Trinke. Also, ihr könnt das ja gar nicht, ne? Arcadia, wir sind da. Abgeschlossen. Okay. Und wir sind da. Schön. Arcadia beobachtet uns schon eine ganze Weile. Wenn du mit ihnen reden willst, geh einfach rein. Die warten auf dich. Meinst du? Wenn du nochmal Hilfe brauchst, komm vorbei. Hab eine Hütte außerhalb von Far Harbor. Gut, um sich auszurüsten, Ruhe zu finden oder sich einfach nur zu besaufen. Wenn du was Hochprozentiges mitbringst, sollte das aber für zwei reichen. Ja, natürlich. Du solltest mitkommen, vielleicht später. Aber warte mal, wir können ihn mal fragen. Du solltest mitkommen. Ich könnte deine Hilfe brauchen. Gut. Warum zum Kuckuck nicht? Ist besser, als allein zu trinken. Ah, nee, dann müssen wir Kate hier lassen, ne? Nee, denn nicht. Nein! Kate! Haut sie jetzt ab. Entschuldigung? Hör auf, mich hinzuhalten. Ich brauche deine Hilfe. Bitte. Was? Du brauchst mir... Was hast du denn jetzt? Sag mir, was ich für dich tun kann, Kate. Ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest. Uns verbindet eine Freundschaft und das heißt, dass ich dir vertrauen kann. Und ich hoffe auch, dass du mir den Rücken frei hältst. Denn das brauche ich jetzt mehr als sonst. Ich bin krank. Und kann das nicht länger vor dir verstecken. Okay, beruhige dich und atme tief durch. Wenn du krank bist, helfe ich dir. Okay. Okay. Es geht um Folgendes. Seit ich von zu Hause weg bin, habe ich Psycho genommen. Ich weiß nicht, warum ich den Mist noch nehme. Aber ich kann einfach nicht aufhören. Ich habe alles probiert. Ich hatte keinen einzigen Tag ohne den Scheiß aus. Und ich habe die Schnauze voll. Ich habe sogar hinter deinem Rücken genommen. Wenn du es nicht gesehen hast. Das Schlimmste ist, dass es mich krank gemacht hat. Ich spucke Blut und fühle mich richtig schlecht. Ich muss diesen Mist aus meinem Körper bekommen, bevor ich noch dran krepiere. Aber wir haben doch sowas, ne? Heilung von Abhängigkeit. Kann deine Psychosucht geheilt werden? Normalerweise würde das jeder Ödland-Doc schaffen. Aber ich habe das Zeug so lange genommen, dass es dafür zu spät ist. Ich kenne nur einen anderen Weg. Aber der wird kein leichter sein. Dort draußen soll es irgendwo ein Vault geben. Genauer gesagt Vault 95. Vault-Tec soll ihn für eine Art soziales Experiment benutzt haben. Dort wurden ein paar Junkies als Versuchskaninchen eingesperrt. Sie hatten angeblich eine spezielle Methode, um die Leute dort drin clean zu bekommen. Eine Art Maschine oder sowas. Wenn wir dort reinkämen, könnte mir diese Maschine vielleicht helfen. Vault 95, warte mal, waren wir da nicht schon doch, ne? Aha. Woher weißt du, dass diese Maschine noch im Vault 95 ist? Nein,
Aber wenn ich diese Sucht loswerden will, muss ich ihn suchen. Ich will nicht, dass du mich für einen runtergekommenen Junkie hältst. Für ein dummes Mädchen, das sich grundlos zerstört. Als deine Freundin bitte ich dich um Hilfe. Bring mich zum Vault 95, sobald du bereit bist, mich von meinem Leid zu erlösen. Kein Problem. Ach, du großer Gott. Ah, jetzt reisen wir wirklich mit ihm hier rum, wa? Naja, ist ja... Wir sind jetzt auch eine ganze Weile mit Kate rumgereist. Ne, jetzt können wir mal hier mit Dr. Long Dong Silver. Nee. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal rein, aber in die Hütte, oder? Sieht ja sehr interessant aus hier. Aber bevor wir reingehen, natürlich erstmal wieder hier ein bisschen umschauen, ob wir hier was zum Abluten haben. Und da sehe ich doch schon wieder so ein First Aid Päckchen. Düngermittel brauchen wir nicht. Da haben wir noch feine Blumentöpfe. Blutblatt. Alles Sachen, die wir momentan... Oder die ich momentan noch nicht so wirklich mitnehmen möchte. Weil ich möchte mich jetzt nicht gleich wieder direkt so zu Kram. Ich weiß nämlich nicht, ob man das ganze Zeug überhaupt... Aber das müsste eigentlich gehen, ne? Ob man das ganze Zeug, was man hier immer so sammelt... Wenn man das jetzt hier irgendwo lagert, sag ich mal... Ob man das dann ja auch wieder mitnehmen kann. Also weg von hier, ne? Meine ich jetzt. Aber ich denke mal schon, das ging nämlich... Damals ging das ja bei Fallout 3, da ging das ja auch. Da musstest du zwar ziemlich oft hin und her reisen, aber es ging natürlich, ne? War ein bisschen mühselig alles, aber naja. Werden wir sehen, wenn es soweit ist, wenn wir erstmal wieder genug Krempel gesammelt haben hier. Kommt Zeit, kommt Rat, sag ich immer. So, und jetzt aber hier im Arcadia. Aha. Sieht ja sehr einladend aus. Wo sind wir denn jetzt? What? Schlüssel erforderlich. Vermutlich werden wir hier in gar keine Tür reinkommen, oder? Nee, das dachte ich mir nämlich. Weißt du, als ich das erste Mal aus dem Nebel den Berg hinaufstieg, dachte ich mir, das ist mal eine passende Symbolik. Wer bist du bist denn, an einen Ort der Klarheit, des Verständnisses und des Friedens gekommen. Die Sins von Arcadia heißen dich willkommen, solange du uns gegenüber offen bist. Gottes Willen, Junge. Was bist du? Ich hab's dir gesagt. Ich bin der alte Sünd auf dem Berg. Ich weiß, die Plastikhaut und die Schläuche können etwas verstörend sein. Abschreckend. Aber das sind nur Äußerlichkeiten. Sag mir, wieso du hier bist und ich werde versuchen, dir zu helfen. Ja, okay, na dann, legen wir mal los. Ich bin hierher gekommen, um Kazumi Nakano zu finden. Wirklich? Ich bin beeindruckt. Nur wenige würden die Gefahren einer solchen Reise auf sich nehmen, um jemanden zu finden. Kazumi ist hier. Ihr geht es gut und du kannst gerne mit ihr sprechen, wenn du willst. Aber sag mir vorher, glaubst du, dass Kazumi ein Zünd ist? Ja, das ist hier die Frage, ne? Warum? Warum fragst du? Weil sie mit genau dieser Frage hierher kam. Und die Antwort verändert ihre Welt völlig. Wir alle hier nehmen das ernst. Sie muss sich der Tatsache stellen, dass ihr ganzes Leben eine Lüge gewesen sein könnte. Dass ihr jemand die Identität genommen und sie zu etwas gemacht hat, das sie nicht ist. Ich will, dass du das verstehst, bevor du mit ihr redest. Sie hat hier die Chance, als Sünd zu leben. Ohne sich verstecken oder vorgeben zu müssen, jemand anders zu sein. Eine Frage noch, wenn du gestattest. Du bist wegen Kazumi hier, aber es könnte vielleicht noch einen anderen Grund geben. Sag mir, bist du ein Zünd? Nee, ich bin mit Sicherheit kein Zünd. Ich bin ein menschliches Wesen, kein Zünd. Bist du sicher? Ich will dich nicht ausfragen, aber was ist deine erste Erinnerung? Ein Tag, als die Bombe fiel. Ich war bei meiner Frau. Wir sind in den Tag gestartet. Ich musste mich um meinen Jungen kümmern und seitdem ist viel passiert. Aber keine Erinnerung davor. Keine Kindheit. Der erste beste Freund. Der erste Kuss. Ein bekanntes Zeichen. Daten kann man übertragen, aber Gefühle... Die bekommt man nur schwer in einen anderen Geist.
Ist es nicht seltsam, dass die Dinge in der Erinnerung einem vollkommen anders erscheinen? Menschen, Orte, sogar Klänge und Farben können sich verändern. Oder jemand anders hat sie verändert. Ich will ehrlich sein. Es gibt immer auch andere Erklärungen. Trauma, Krankheit, Hintergrundstrahlung. Das alles beeinflusst den Geist. Aber ich verspreche, dass man dich hier akzeptiert, für welche Wahrheit du dich auch entscheidest. Erspart mir den Vortrag. Okay, jetzt geht aber los hier. Ich habe genug gehört. Wo ist Kazumi Nakano? Natürlich. Kazumi arbeitet normalerweise unten. Du kannst sie jederzeit sehen. Arcadia steht dir offen. Du kannst dich frei bewegen. Stell dich ruhig auch den Mitbegründern Faraday und Chase vor. Brauchst du sonst noch was, bevor du gehst? Ich gehöre zwar... Wieso? Was spielt denn das für eine Rolle im Institut? Eigentlich, jo. Railroad, ne? Ich gehöre zu einer Gruppe, die Synths hilft. Zu Railroad. Wirklich? Ich verstehe nicht, wie eine Gruppe, die Synths helfen will, ihnen Angst macht und einredet, dass das Untertauchen die einzige Möglichkeit wäre. Ja, sie melden sich freiwillig für die Gedächtnislöschung. Und nicht zu wissen, dass man ein Synth ist, macht es dem Institut schwerer, einen zu finden. Aber zu welchem Preis? Ich weiß, wie beängstigend die Vorstellung ist, gefangen zu werden. Aber das aufzugeben, was man ist, den Kampf, als das akzeptiert zu werden. So habe ich das noch nicht gesehen. Tut mir leid. Und ich auch. Dein Herz sitzt am rechten Flecke und es ist nicht fair, dass ich mir aus der Ferne ein Urteil erlaube. Gibt es sonst noch was, das ich für dich tun kann? Alle hier in Arcadia sind also Synths. Ja, entweder waren sie geflohen und wir konnten sie vor dem Institut finden, oder sie waren Opfer einer Gedächtnislöschung. Und wir haben ihnen die Wahrheit über sie offenbart. Ja, damit kennen wir uns ja offen aus, ne? Gedächtnislöschung und hast du nicht gesehen? Ich sollte losgehen. Aber sicher. Vielleicht. Du warst ziemlich lange da drin. Alles in Ordnung? Mir geht's gut. Du machst dir zu viele Sorgen. Manchmal glaube ich, du machst dir zu wenig Sorgen. Du weißt, wir haben allein diese Woche 3 Relais rausgehauen. Ich komm rein. Bleib, wo du bist. 3 Relais? Okay. Wir dürfen uns ja hier frei bewegen, ne? Das heißt, wir dürfen ja jetzt hier wahrscheinlich auch alles ein bisschen ablegen, ne? Aber den Schlüssel haben wir jetzt noch nicht bekommen. Ist sie das hier? Nee. Du hast Kazumi hierher verfolgt. Jo. Ich bin beeindruckt. Vielleicht nicht so unauffällig oder effektiv wie möglich, aber wirklich in Gefahr war sie nie. Tut mir leid, dass deine Reise vergebens war. Sie sieht aber überhaupt nicht aus wie ein Synth, ne? Ich hatte schon genug mit den Reparaturen zu tun, bevor diese Blödsinn. Ich wollte mich persönlich überzeugen, dass sie in Sicherheit ist. Ich gebe dir mein Wort. Arcadia ist eine sichere Zuflucht für Synths. Ansonsten würde ich niemandem helfen, hierher zu kommen. Jedem Synth, den ich gefunden habe, jedem Synth, den ich überredet habe, hierher zu kommen, wurde versichert, dass ihm kein Leid geschieht. Meine Aufgabe ist es, für ihre Sicherheit zu sorgen. Komme, was wolle. Verstanden? Ja. Hey, da will ich nicht widersprechen. Gut, freut mich. Du hast Dimas Segen, also mach es dir auf jeden Fall gemütlich. Sehr schön. Matt, ich würde gerne helfen. Ja. Egal. Schon gut. Wir können ja immer noch mit ihr reden. Ja, Leute, und ich würde sagen, ne? Matt, die gute Kazumi, was die uns dann zu sagen hat, das... Alles und noch viel mehr sehen wir, würde ich sagen, in der nächsten Folge dann bei Fallout. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid in der nächsten Folge. Und sage vorerst Tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein!